Hallo Römerlin-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam. Himmel! Wir müssen in die Kristallstraße. Glaube ich, hoffe ich, dass das richtig ist. Denn wir müssen Vesprit ins Team holen. Als nächstes, erstmal kurz Sound etwas leiser drehen. So. Ja, Vesprit. Danach kommt, wer ist da noch dran? Dialga, stimmt, danach ist Dialga dran. Greif an. Haru, greif einfach an. Mensch. Haru ist auch immer so ein bisschen verschlafen, ne? Der denkt sich so, ist da ein Pokémon hinter mir? Oh ja, tot. Irgendwie so. Ich glaube, das denkt er sich. Mensch, Haru. Das kannst du doch nicht mal machen, Mensch. 44, geil. Sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Das ist schön. Das ist sehr schön. Gut, ich weiß nicht, wie viel Ebenen ging die Kristallstraße nochmal. Ich glaube auch wieder 15 oder so. Irgendwie in der Art, oder? Ich glaube schon. In dem Part schaffen wir auf jeden Fall Vesprit. Nee, gar nicht. Tobots. Was mache ich denn? Was laber ich denn? Tobots müssen wir rekrutieren. Genau. Ja, Tobots schaffen wir auf jeden Fall. Und wir könnten... Ja, das verborgene Land, glaube ich, packen. Und der nächste Part ist dann Zeitturm dran. Und... Mir fällt das Wort nicht ein. Raumspalte. Genau. Raumspalte hieß es. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay. Haru hat endlich mal angegriffen. Nice. Ich bin so stolz auf dich, Haru. Du entwickelst dich langsam zu einem wahren Kämpfer. Oh mein Gott. Oh, ich hoffe, ich puste nicht viel zu viel ins Mikrofon wieder. Das Gefühl habe ich nämlich, seit ich, umgebaut habe ein bisschen. Was heißt umgebaut? Ich habe ein bisschen mein Mikrofon und so woanders oder anders platziert. Und ich habe halt mega Schiss, jetzt die ganze Zeit ins Mikrofon zu pusten. Weil ich weiß nicht, ich rede halt immer automatisch ein bisschen zum Mikrofon hin. Und das ist halt unter mir. Hab das Klargummi nicht aufgesammelt, lol. Ja, unter meinem Kopf, so gesehen, ein bisschen. Und... Ja, ich puste halt dann immer so ziemlich stark ins Mikrofon bei manchen Wörtern. Und das ist ein bisschen nervig. Weil ich dann immer Angst habe, dass ich ins Mikrofon mega reinpuste und dass ich dann so... Wisst ihr, so übertrieben anhört. Haru, greif doch einfach an. Was ist denn mit dir? Meine Güte. Ja. Na, ich hoffe, ich puste dich ins Mikrofon. Das werde ich ja merken, wenn ich die Part schneide. Und jetzt muss ich das nur irgendwie... Ich weiß nicht. Irgendwie muss ich da noch was ändern. Irgendwie. Ich weiß nur nicht, wie. Aber naja. Genau, heute. Heute. Für euch ist ja heute, genau. Der Tag. Ja, gestern kam ja kein Mystery Dungeon, sondern, heute habe ich Wortfindungsstörungen, Alter. Isaac, genau, Binding of Isaac kam ja gestern, anstatt Mystery Dungeon. Ich hatte keinen Mystery Dungeon Part und Isaac kam halt raus und, ich wollte halt unbedingt Isaac aufnehmen. Deswegen, und heute kam ja auch nochmal Isaac. Monsterraum, okay, den ignorieren wir und gehen einfach weiter. Straight in die Treppe. Ja, heute kam ja nochmal Dings. Isaac. Oder kommt. Ich weiß noch nicht, wie ich das hier mit dem Hochladen mache. Aber ich glaube... Na, ich weiß es noch nicht. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache. Wann ich welchen Part hochlade oder wann ich welchen Part freischalten lasse, sagen wir so. Das ist für morgen schon hochgeladen. Genau, das kann ich aber... Oh, Belebersamen. Nice. Das kann ich noch umändern, wann das freigeschalten werden soll. Genau. Verwirrung. Ich weiß es halt echt noch nicht. Auf jeden Fall kam heute oder kommt heute auch Isaac und bis Mystery Dungeon beendet ist, das ist ja so in zwei, drei Parts vielleicht. Wenn es hochkommt, drei Parts. Wird auch noch, also werden vier Videos am Tag kommen. Schon krass, ne? Ja, weil ich will Isaac einfach weiter spielen. Isaac ist ein geiles Spiel. Ich bin zwar momentan wieder mega aus der Übung und mega scheiße in diesem Spiel, aber das bessert sich ja hoffentlich bald. Das bessert sich ja hoffentlich bald. Okay,
Ja, deswegen 4 Videos erstmal, eine Zeit lang. Kristallsee, ja, da ist Turbots, nice. Wir hatten nicht mal eine Mitte. Ich bin Turbots, ja, Kristallsee, ich weiß, ja, ihr wollt einen Kampf, ja, klar, Sache, ja, ist okay. Das Verborgene dann packen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn wir Glück haben, vielleicht sogar den Zeitturm. Obwohl ich mir da nicht so ganz sicher bin. Sehr. Zack. Und Knirscher. Aua. Und. Aua. Ey, was denn ernst? Kann doch nicht wahr sein. Aber Turbots ist besiegt. Okay, nice. Ja, 4 Videos. Und. Ja, klar. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Denn es gibt, das habe ich ja vergessen in dem 2017-Video anzusprechen, es kommt ab Februar wahrscheinlich ein neues Projekt mit vielen weiteren YouTubern. Also es ist vielen, ein paar weiteren YouTubern. Ich wurde eingeladen, so gesehen. Und ich wurde gefragt, ob ich Bock habe, da mitzumachen. Und ich habe Bock. Denn das Spiel, was wir spielen, ist super geil. Ich mache nicht wirklich was, aber ich weiß halt nicht, inwiefern dann irgendein Projekt beendet ist, ob wir dann irgendwie Lego Star Wars schon beendet haben oder Deponia schon beendet haben. Das ist ja knapp 30 Tagen. Ich weiß nicht, ob wir in 30 Parts die beiden Spiele oder eins von den beiden Spielen beendet haben. Das ist das Problem. Deswegen weiß ich nicht, wie wir das machen. Das heißt, ab Februar könnte es sowieso sein, dass ich dann 3 Videos am Tag hochladen, 4 Videos am Tag hochladen werde. Alles ist möglich und ich bin gerade am überlegen, wenn es wirklich so sein sollte, warum mache ich nicht allgemein 4 Videos am Tag? Mein Problem ist halt, ich schaffe es zeitlich manchmal nicht mal 3 am Tag zu produzieren. Ich kriege es gerade so hin, aber dann bin ich halt, es ist jetzt auch wieder später als eigentlich gewollt. Eigentlich wollte ich schon lange schlafen gehen, aber ich habe verpeilt aufzunehmen, weil ich noch ganz viele Videos geguckt habe. Nein, nicht hier lang. Warte, kommen wir jetzt zum verborgenen Land? Hier rüber auch, einfach über die Kurzwahl. Nee, ne? Nee, verborgene Ruin, ja. Okay, ja, ich bin. Ja, gehe dann immer viel zu spät schlafen. Ist ein bisschen problematisch. Deswegen. Oh. Ich hasse es. Ich hasse es. Beim ersten Betreten konnte ich es verstehen, ne? Aber beim zweiten schon wieder. Das ist so behindert. Meine Fresse. Ah. Naja, was wollte ich sagen? Genau. Gehe halt später schlafen als eigentlich gewollt. Die ganze Zeit und das, ach, naja. Ist halt ein bisschen doof, aber ich kann es halt nicht ändern. Ich will meine 3 Videos auf jeden Fall täglich schaffen. Dann muss ich das auch in Kauf nehmen. Und es geht ja noch, also ist ja alles klar. Ich kriege ja noch relativ genug Schlaf. Alles ist fresh. Also von daher, alles gut. Ja, das Einzige, wie gesagt, was mich davon abhält, 4 Videos im Pack hochzuladen, ist halt die Zeit. Wie gesagt, ich habe jetzt kaum schon Zeit oder finde kaum Zeit, täglich meine 3 Videos zu machen. Deswegen wird das mit den 4 Videos auch schon knapp. Aber wenn das später so sein sollte, da kann ich nicht ändern. Wir werden nämlich dann immer einen Tag, einen Aufnahmetag haben, was das vierte, also was das Projekt mit den YouTubern angeht. Wow, der hatte gerade Linkattacken. Ist ja cool. Kann ich jetzt mal bitte den Gigasauger irgendwie wieder treffen? Das wäre ganz geil. Danke. Genau. Noch 2 Einsätze, Alter, lol. Ja, wir werden einen Tag Aufnahmetag haben und dann halt auch gleichzeitig streamen. Also Stream-Aufnahme machen halt. Und dabei werden wir halt so lange aufnehmen, dass es für eine komplette Woche reicht. Und deswegen würde das da eigentlich sogar hinhauen mit den 4 Videos am Tag. Ich weiß nur nicht, wie ich das hier schaffen würde. Oh, ich habe das gar nicht wieder verlinkt. Oh. Wie ich das jetzt schaffen würde. Ob ich das jetzt schaffen würde, ne? Ja, ist ein bisschen problematisch. Das Gute ist halt Deponia zum Beispiel. Kann ich halt am Stück zocken ohne Ende. Das heißt, das ist nicht das Problem. Also da könnte ich richtig viel vorproduzieren. Aber manchmal fehlt halt die Zeit. Das ist so mein Problem. Und irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Jetzt bin ich voll aus dem Konzept. Ja, 4 Videos am Tag wird schwer. Vielleicht wird es mal irgendwann gemacht. Irgendwie
so. Aber ich kann es nicht versprechen, also stellt euch nicht unbedingt drauf ein. Und erhofft nicht, dass 4 Videos am Tag kommen. Ja. Ja. Eigentlich war's das. Wie gesagt, jetzt eine kurze Zeit kommen 4 Videos. Dadurch, dass ich Isaac unbedingt weitermachen will. Und Mystery Dungeon noch ein paar Parts sind. Und sonst werde ich mal gucken, ob ich das später weiterhin so machen werde. Gut, hier lang. Oh. Nice. Oh. Nice. Und hier ist die Treppe. Eine TM. Schutzschild, okay. Wie viele Ebenen hat das verborgene Land nochmal gehabt? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Mensch. Ups. So. Belabersam? Belabersam. Manu. Ich hasse es. Agilität. Irgendwie so. Weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, Tempo spielt nicht unbedingt eine übel krasse Rolle, wenn Gegner-Pokémon das einsetzen. Es kommt ebenfalls so vor, wenn sie Agilität einsetzen, ja klar, sie können danach noch ein zweites Mal angreifen, aber danach habe ich das Gefühl, können sie keine zweimal angreifen. Oder? Ich weiß es nicht genau. Egal. So. Gut. Wie viele Ebenen? Ich glaube, es waren... Waren es 20? Es könnten 20 gewesen sein. Es könnten 20 gewesen sein. Ebenen so. Komm. Nice. Sehr gut, Haru. Doki, Dragon. Was ist denn mit mir? Gut. Ups. Soll ich verraten, was für ein Projekt ist? Nein, 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 nein. Seid gespannt. Es wird auf jeden Fall spaßig, denke ich. Das Spiel ist auf jeden Fall super toll. Das Spiel ist super. Es ist echt geil. Es ist sehr geil. Verborgenes Land E10. Okay. Übrigens, was mir gerade so einfällt, wo wir gerade bei den Projekten waren. Die ganzen laufenden Projekte von damals noch. Hier. Portal Stories zum Beispiel. Oder was hatte ich noch? Irgendwas hatte ich noch laufen. Nee, Stanley Parable war vorbei. Ah, Portal Stories war, glaube ich, noch irgendwas, ne? Hä. Irgendwas? Portal Stories und noch irgendwas, oder nicht? Egal. Auf jeden Fall, die Projekte werden irgendwann in naher Zukunft mal weitergeführt. Aber momentan habe ich halt eher Bock auf die Spiele, die ich jetzt gerade zum Beispiel let's playe. Lego Star Wars und so. Und danach kommen noch ein paar Spiele, die ich halt unbedingt weitermachen will oder noch auf jeden Fall let's playen will. Rise of the Tomb Raider zum Beispiel ist dabei. Und dann das dritte Projekt da oder das neue Projekt. Isaac, vielleicht ein bisschen LOL öfter und so weiter. Also es gibt da schon ein paar Spiele. 60 Seconds habe ich ja auch letztens hochgeladen. Und das ist sehr gut angekommen, das Video. Das Update hat mich halt total überrascht. Ich dachte so, wow, wow, warte, was? Wie ein Update kam, LOL. Gleich ein Video machen. Und es war auch cool. Ich habe auch wieder ziemlich Bock auf 60 Seconds. Aber da dauert halt eine Aufnahme einfach übel lange. Also ein Video davon zu drehen, das dauert halt übel lange. Ist halt wie so ein Isaac-Part, weißt du? Je nachdem, wie weit du halt kommst, dauert das halt so und so lange. Zum Aufnehmen und dann noch zum Rendern und Hochladen und so. Meine Leitung ist ja nicht die beste. Das beste, bessere Internet kommt ja, ist ja doch noch nicht angekommen. Kriegen wir doch erst später. Soll noch diesen Monat kommen, aber ich weiß nicht, ob ich das da... Weiß nicht, ob ich das glaube. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall. Wollte ich wieder irgendwas sagen? Ich hab's aber wieder vergessen. Genau, ganz viele neue Projekte. Und wenn einmal ein Video ausfallen sollte, also beziehungsweise wenn ich mal ein anderes Video hochladen sollte als das, was ich gerade an Projekten habe, wie zum Beispiel 60 Seconds, das ist ja für Star Wars ausgefallen. Oder gestern Isaac. Da ist ja LOL für, ist ja hier Pokémon ausgefallen. Ja, ein Projekt wird immer mal ausfallen, ein Part oder so. Einfach nur, weil ich halt auch mal wieder so wie dieses 60 Seconds Update kam und ich dachte mir so, oh mein Gott, dazu will ich unbedingt einen Part machen, aber ich habe 3 Projekte am Laufen. Dann mache ich halt einfach mal
ein Part ausfallen. Lass ich halt einfach mal ein Part ausfallen. Oder es gibt dann 4 Videos an dem Tag oder so. Je nachdem, ob ich dann noch geschafft habe, ob ich dann noch ein Part von diesem Projekt habe oder nicht. Wenn ich noch ein Projekt habe, also ich hatte zum Beispiel kein Mystery Dungeon Part gestern. Deswegen habe ich Isaac gemacht. Und ich hatte auch keinen Star Wars Part, deswegen habe ich 60 Seconds halt hochgeladen. Also wenn ich mal nichts auf Festplatte habe und auch keine Zeit mehr habe zum Aufnehmen, dann kommt halt ein anderes Video. Auch mit den Vlogs oder so, wenn ich mal ein Vlog hochlade oder so, könnte auch sein, dass dann mal ein Video ausfällt. Weiß ich nicht. Apropos, heute, also für euch heute, habe ich ein Video gedreht oder drehe ich ein Video? Wahrscheinlich. Nicht hundertprozentig, aber wahrscheinlich. Ein Real-Life-Video meine ich jetzt. Und ich hoffe, ich krieg's dann Samstag online, also für euch dann morgen. Oh, ist das schwer, so zu reden. Oder Sonntag. Ja, eins von den beiden Tagen. Ja, das war's. Ich glaube, mehr habe ich jetzt endlich mal nicht mehr zu erzählen. Ich verlabere mich hier auch, glaube ich, die ganze Zeit. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme nicht auf den Punkt. Und alles, was ich labere, ist unverständlich. Wie kommt das nur? Vielleicht, weil ich so viele Sätze beginne und keinen zu Ende führe. Keine Ahnung. Kommt mir jedenfalls so vor. Oder immer wieder was anderes zwischendurch reinlaber oder mich irgendwie verhaspel oder was auch immer. Das ist schlimm. Das ist echt schlimm. So, wir sind auf Ebene bei Minute 16. Ach, das verborgene Land kriegen wir noch durch. Zeitturm aber nicht mehr. Au. Ich hoffe, es ist überhaupt richtig, dass wir zum verborgenen Land gehen und da von hier aus dann zum Zeitturm können. Mit dem Regenbogensteinstift sollte das eigentlich funktionieren, oder? Ich hoffe nicht, dass wir irgendwie noch ein extra Item dafür brauchen. Wäre doof. Wäre sehr doof. Würde ich jetzt mal sagen. Reinsamen. Yeah. Einfach mal reinsamen in sie. Was? Einfach mal den Samen reinwaschen. Oder so. Wie geht's euch heute so? Gut, ich hoffe schon. Wie war euer Tag? Heute ist Wochenende. Oh, herrlich. Ich hatte zwar erst Urlaub, aber ich könnte schon wieder... Och, nicht deine Ernte. Ich könnte schon wieder Urlaub vertragen, ey. Ohne Witz. Also, ich dachte mir so... Am ersten Tag, also am Montag... Doch! Ein Tag noch Urlaub... Wäre schon ganz geil. Oder so, 2-3 Tage noch Urlaub, so. Wäre schon echt geil gewesen. Aber naja. Was soll man machen? Ich hatte halt meinen Schlafrhythmus, war halt immer noch total im Arsch, also. Rede ich im Arsch. Das einmal angreifen würde, Dragoran, komm, Knirscher dürfte. Ja, gut, besiegen. Ja, also, er war halt übel im Arsch. Ich bin am. An Silvester. Aua. Ich bin morgens um 8 pennen gegangen, habe bis 16 Uhr gepennt. Und am nächsten Tag, also am Montag, musste ich dann halt wieder aufstehen. Also, ne? Ihr wisst, ich musste halt los wieder. Und also früh aufstehen, weil Urlaub vorbei war, so. Und, ne, ich war im Arsch. Ich war richtig im Arsch. So, meine linker Tank sind bald Fuji Kado. Wir greifen jetzt einfach mal, genau, Schnurgast an, weil er am meisten, oder weil wir ihm am meisten Damage machen mit Gigasauger. Oha. So, und ich würde jetzt gerne einmal, hochgehen. Oh Mann. Oha. Okay, wir haben 2 Belebersamen verballert. Nett. Die Attacke habe ich halt einfach gerade mal gar nicht erwartet. Ach Mensch. Irgendwas soll ich sagen. Geh weg. Greif doch nicht an. Wirbelwind. Oh, normaler Angriff. Okay. Alles gut. Es ging daneben. Alles klar. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ha, gut. Okay, wir machen erstmal... Wir haben so viele... Gummis, ne? Gummi essen. Cool, wir haben die Kuhfähigkeit. Ich habe nicht gesehen, welche.
Braun Gummi will ich halt behalten. Lila Gummi ist doch für Geist, okay. Ja, irgendwas soll ich. Was soll ich? Hatte ich nicht eben irgendwas. Warum habe ich vom Urlaub geredet? Habe ich. Moment, ich. Hä? Ich weiß nicht mehr, was ich. Auf was ich hinaus wollte. Oh Kacke, wir müssen den Part endlich mal. Also, wir müssen uns beeilen. Der Part hat sonst bald wieder Überlänge. Oh Gott. Oh Gott. Hallo. Knackrack. Ist auch ein cooles Pokémon, muss ich sagen. Wieso habe ich vom Urlaub geredet? Ich weiß es nicht mehr. Was ist. Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin übel verwirrt. Erstmal will ich meine Kuh prüfen. Was habe ich erlernt? Wiederkämpfe? Nee. Weiser Heiler? Nee, das hatten wir auch schon. Stimmungsmacher. Oder? Schütze? Nee. Ich auch keine Ahnung. Ich hab's nicht mitbekommen. Gut, okay, wir sind fertig. Hier beenden wir jetzt den Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß nicht mehr, was ich auf was ich hinaus wollte. Mit dem Urlaub und so. Egal. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.